Wenn Sie Schauspieler, Kabarettisten und Musiker zu einem musikalischen Benefizprojekt zusammentun, dann passiert das manchmal genau einmal. Nicht aber in diesem Fall, in dem Fall der Familie Lessig. Vor 7 Jahren zusammengetan, spielt die Familie Lessig jetzt wieder ein neues Konzert und hat ein neues Album herausgebracht. Manuel Rubey, Clara Lucia, Kunkel und Co. musizieren und texten offensichtlich gern zusammen und haben dabei auch jede Menge Spaß. Wir waren bei der Premiere dabei. Der Titel ist bei einer Gunkelung entstanden. Irgendwer wollte Schüttelreime vom Gunkel hören und dann hat er irgendwie plötzlich ich will eine heile Welt, die eine Weile hält, gesagt. Das ist 6, 7 Jahre her. Eine heile Welt, die eine Weile hält. Das hat der Manuel adaptiert und dann als guten Titel empfunden und ich habe keinen Einspruch erhoben. Und jetzt ist es so, dass das Programm und die Platte so heißen und das ist schön. Ich habe mir dann unbedingt ein Rufzeichen dazu gewünscht, weil das schon wichtig ist, dass man die heile Welt ausruft, damit man konstruktiv an ihr arbeitet, weil es scheint sie derzeit nicht zu sein. Die eine Weile hält. Und dann haben wir das auch alle separat aufgenommen und zum Schluss haben wir einander die Platte vorgespielt, die fertige. Zu Jahresbeginn ist sie zurück. Die Familie Lessig präsentierte im ausverkauften Wiener Staatssaal ihr neues Album unter Einhaltung aller gebotenen Corona-Auflagen. Ja, ich bin sehr hypochondrisch veranlagt und ich fühle mich sonst nicht wohl auf der Bühne, ohne mein komplett umschließendes Plexiglas. Und aber so kann ich mit Maske aber trotzdem auftreten. Die Katze sitzt im Aquarium, weil wir auch soundtechnisch versuchen wollen, die Gehörgänge unseres geschätzten Familienpublikums zu umschmeicheln. Und das hat eigentlich nur klangliche Gründe, ja. Das Aquarium. Ist es wichtig, dass ich jetzt noch hervor, wo sie niemals wohnt. Also bei diesem Album war es tatsächlich so, dass wir eigentlich nur Kleingruppen hatten. Also wir waren nie gemeinsam in einem Raum und haben gemeinsam an Nummern geschrieben. Ich glaube, dafür sind wir nicht so die Band, weil wir haben alle sehr unterschiedliche musikalische Vorstellungen. Mein Herz ist korrupt. Ich kann es euch ja sagen, weil mich hier jeder kennt. Die Familie Lessig, gegründet 2014 bei einer Benefizaktion zugunsten der Flüchtlingshilfe, hat sich letztes Jahr eine Pause verordnet und somit hatte Corona auf sie keinen künstlerischen Einfluss. Wir haben, glaube ich, aus irgendeinem Grund gesagt, dass wir 21 sowieso Pause machen wollten. Also uns hat das eigentlich gar nicht so schlimm betroffen, weil irgendwie war das ein bisschen der Plan. Und dann hätten wir viel mehr Zeit gehabt, aber haben sie nicht genützt, weil wir wahnsinnig faul sind. Also es hat uns einfach nicht betroffen, weil wir sind einfach immer langsam. Und andere spielen die Rodeo. Projekte sowieso. Bei mir ist es so, wenn ich eine Zeit lang angemenscht werde, und zwar wurscht von wem, ist mir ganz recht, wenn ich dann wieder mal erzähle, auch wann ich bin. Und mir ist ziemlich wurscht, wen ich nicht sehe. Wir haben ein Matriarchat in einer Monarchie. Also wenn meine Königin, die allerdings die Amtsgeschäfte nicht führt, sondern nur repräsentiert, die Clara Lucia, und eine amtsführende Chefin, das ist die Katharina, ihre Frau, die aber wirklich mit eiserner Hand regiert. Und die auch die Ministerien aufteilt. Also ich habe das Ministerium für Jazzpolizei, der Gerald hat das Ministerium für Shopping. Ich habe ein schönes ich kümmere mich um den Garten, um den Schlossgarten der Königin und habe im Lockdown begonnen, Rampensäue zu züchten. Eigentlich hat niemand das letzte Wort. Es passiert dann alles eher so. Außer eben in der Probenarbeit, da hat die Chefin das letzte Wort natürlich.
Mit ihrer heilen Welt ist die Familie Lässig ab sofort auf Tour. Jawohl.